Und hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Tolkien-Video. Und dieses Mal will ich eine der berühmtesten Schlachten des Ringkrieges zwischen den Büchern und Filmen vergleichen. Vor 20 Jahren, wenn auch erst im Dezember, erschien Herr der Ringe – Die zwei Türme als zweiter Teil der Herr-der-Ringe-Trilogie von Regisseur Peter Jackson in den Kinos. Den Höhepunkt dieses Films bildete die große Schlacht von Helm's Klamm. Die Schlacht um das Schicksal des Volkes von Rohan und gegen das Heer von Saruman. Diese Schlacht ist die erste große Schlacht des Ringkrieges, die wir in vollem Umfang in den Filmen erleben und zugleich eine der besten Schlachten der Filmgeschichte überhaupt. Trotzdem aber finden sich in der Darstellung der Schlacht von Helm's Klamm auch einige der größten Unterschiede zwischen Buch und Film. Und eben diese Unterschiede will ich mit euch in diesem Video erkunden. Dazu soll es als erstes eine Beschreibung der Schlacht jeweils im Film und im Buch geben und dann eine Analyse der Unterschiede und warum diese eingeführt wurden und ob sie gut sind oder schlecht. In den Filmen entschied sich König Theoden von Rohan, nachdem Gandalf ihn von Sarumans Einfluss befreit hatte, sich nach Helm's Klamm zurückzuziehen. Gandalf riet ihm hier eigentlich zum offenen Kampf und zur Schlacht gegen Saruman. Mit Aragorns Hinweis, dass 2000 Reiter von Rohan, geführt von Eomer, sich im Norden von Rohan befinden. Eomer war zuvor durch den Einfluss von Grima Schlangenzunge vom Hof verbannt worden. König Theoden aber meinte, dass Eomer und seine Krieger zu weit weg wären und Helm's Klamm die einzige Hoffnung war, um sein Volk zu beschützen. So wurde die Hauptstadt Edoras geräumt und alle Männer, Frauen und Kinder, Alte und Junge zogen in die Berge südlich zur großen Festung in Helm's Klamm. Eine Entscheidung, die Gandalf als einen Fehler ansah. Aus diesem Grund kam er auch nicht direkt mit zur Burg, sondern ritt allein nach Norden, um Eomer zu finden und somit Hilfe zu holen. Mit dem berühmten Satz, erwartet mein Kommen beim ersten Licht des fünften Tages, bei Sonnenaufgang, schaut nach Osten, verabschiedete er sich auch von Aragorn und den Gefährten bei ihm. Dieser Plan zu fliehen war natürlich auch Grima Schlangenzunge bekannt, der Saruman darüber informierte, woraufhin es bereits seinen ersten Angriff durch die Wargreiter auf die Fliehenden gab, während sich Sarumans Hauptheer für die Schlacht versammelte. Bei diesem Kampf stürzte Aragorn über eine Klippe, weshalb er erst nach den anderen in der Hornburg ankam und das Heer der Uruk-hai von Isengard sah. Nach Helm's Klamm hatten sich bereits weitere Leute von Rohan gerettet und während die Frauen und Kinder in den Höhlen hinter der Klamm gebracht wurden, machten sich die Männer für den Kampf bereit. Die Tore wurden verschlossen und die Hornburg und die Mauer bemannt. Von Aragorn erfuhren sie, dass Sarumans Heer etwa 10.000 Mann stark war und damit gewaltig viel größer als alles, was Rohan in der Festung aufbieten konnte. Trotzdem versuchte Theoden, der sich und sein Volk als allein und verlassen sah, und vor allem auch Aragorn, den Mut ihrer Männer aufrechtzuerhalten, auch wenn alles nun hoffnungslos wirkte. Gerade König Theoden schien aber die Hoffnung zu verlieren und sein Ende kommen zu sehen, und damit auch das Ende seines Volkes. Noch bevor der Feind aber eintraf und die Hoffnung der Rohirrim gänzlich brach, trafen Verbündete ein. Eine Truppe von Elben aus Lothlorien war geführt von Haldir gekommen, um den Menschen von Rohan zu helfen. Sie waren auf den Befehl von Elrond und Galadriel hingeschickt worden, damit die Elben wie einst an der Seite der Menschen gegen das Böse kämpfen könnten. Gerade Theoden überrascht diese Hilfe sehr und die Elben stellen einen Hoffnungsschimmer in der dunkelsten Stunde Rohans dar. Auf der anderen Seite hatte Saruman noch eine völlig unbekannte Waffe. Das Sprengpulver, das von Saruman in Isengard entwickelt worden war und seine mächtigste Waffe gegen die ebenso mächtigen Befestigungsanlagen der Hornburg und von Helm's Klamm sein sollte. In der Nacht standen sich dann beide Seiten der Schlacht gegenüber. Auf der einen Seite die wenigen Krieger Rohans und die Elben von Lothlorien in der Burg und auf der anderen Seite 10.000 Uruk-hai von Isengard. Zu Beginn der Schlacht setzte ein starker Regen ein und die Uruks schlugen mit ihren Waffen, um ihre Feinde einzuschüchtern. Auf der anderen Seite sprach Aragorn zu den Elben auf der Mauer, während Theoden die Hornburg hielt. Den Auftakt für die Schlacht bildete dann ein zu früh geschossener Pfeil, der einen Uruk tötete. Nach diesem Treffer stürmten sie vor und begannen einen Angriff auf die Mauer und die Burg. Unter dem schweren Beschuss durch Elben und Menschen kamen sie zur Mauer und stellten Leitern auf, während ein Rambock zum Tor gebracht wurde. Hier begann dann auch der berühmte Wettbewerb zwischen Gimli und Legolas, wer von ihnen die meisten Feinde in dieser Schlacht bezwingen könnte.
Zunächst schien es so, als könnte Helm's Klamm und die vereinten Kräfte von Elben und Menschen diesem Ansturm standhalten. Doch da schaffen die Uruks es, das Sprengpulver in den kleinen Abfluss unter dem Klammwald zu bringen und zu entzünden. Trotz Legolas' Versuch, den Fackelträger zu töten, gab es eine heftige Explosion, die Mauer zerriss. Damit war ein wichtiger Teil der Verteidigung zerstört und die Uruks begannen durch die Bresche im Wald zu kommen. Geführt von Aragorn versuchten die Elben, sie noch aufzuhalten, aber sie wurden zurückgedrängt. Haldir wurde auf der Mauer getötet, der Wall fiel und die Verteidiger mussten in die Hornburg fliehen. Auch das Tor der Burg drohte aber bereits zu brechen. Aragorn und Gimli wagten einen Ausfallangriff, bei dem Gimli geworfen werden musste, um den Weg zum Tor zu erreichen. Zusammen konnten die beiden Helden die Uruks lange genug vom Tor fernhalten, damit es verbarrikadiert werden konnte. Der Angriff aber ging weiter, und mit großen Leitern schafften die Uruks es auch, die Wälle der Hornburg zu erklimmen. Für diese schossen sie mit Ballisten, Haken mit Seilen daran auf die Mauer der Festung. Der Feind begann nach Stunden des Kampfes, die Burg zu erobern, und die Niederlage von Rohan schien nahe. Bald hatten sich König Theoden mit seinen letzten Männern ins Innere zurückgezogen und waren die letzte Linie der Verteidigung. In dieser scheinbar hoffnungslosen Lage rief Aragorn König Theoden an, der sein Ende nahe sah, als wahrer Pferdeherr den Mächten von Saruman ein letztes Mal zu begegnen. Zur selben Zeit ging auch die Sonne auf, am fünften Tag, seit Gandalf losgeritten war, und Aragorn erinnerte sich eben dann an seine Worte. In einem letzten, todesmutigen Gegenangriff ritten Aragorn, König Theoden und die letzten Rohirrim aus, während Gimli das Horn von Helm Hammerhand erklingen ließ, und als sich die Eolingas in die Reihen der Uruks schlugen, traf Gandalf und Eomer ein, und mit ihnen 2000 Reiter Rohans. Endlich, mit der aufgehenden Sonne im Rücken, die die Urukai blendete, stürmten die Retter auf die Reihen der Feinde vor und schlugen sie in die Flucht. Die Reihen und der Kampfesmut der Urukai wurden gleichermaßen gebrochen und sie ergriffen die Flucht. Das aber geradewegs in den Wald der Huans hinein, die sich am Ausgang des Tales versammelt hatten. Die Huans, die lebenden Bäume, waren gekommen, um Rache zu nehmen, und sie vernichteten gnadenlos jeden letzten Urukai, der sich in ihren Wald wagte. So fand die Schlacht von Helm's Klamm ein Ende. Rohans Volk war gerade so dem Untergang gekommen, und Gimli hatte den Wettkampf mit Legolas 42-43 gewonnen. In den Büchern verlief der Kampf nun durchaus merklich anders, und die Filme weichen hier klar und stark von Tolkiens Vorlage ab. Die Ausgangssituation ist natürlich zunächst fast die gleiche. Rohan wurde durch Saruman bedroht, während Theoden gerade durch Gandalf von dessen Einfluss befreit worden war. Theoden wollte nun in den Kampf ziehen und die Truppen von Isengard in der Schlacht treffen und er hoffte, dass die Rohirrim an den Furten der Isen den Feind noch zurückhielten und er ihn dort besiegen könnte. Die Furten der Isen aber waren schon gefallen. Als der König mit seinen Kriegern von Edoras auf dem Weg dorthin war, kam ihnen ein einzelner Krieger entgegen, der die Niederlage in der zweiten Schlacht der Furten der Isen überlebt hatte und nun davon berichtete. Sarumans Truppen hatten die Verteidigung von Rohan durchbrochen und Erkenbrand, der Herr der Westfold, hatte so viele Überlebende wie er konnte gesammelt und sich nach Helm's Klamm zurückgezogen. Diese dunkle Nachricht machte klar, dass Theoden mit seinen wenigen Truppen, er hatte nur etwas mehr als 1000 sammeln können, den Feind nicht in der offenen Schlacht würde besiegen können. Stattdessen wollte er Erkenbrand folgen und zur Festung von Helm's Klamm gehen. Gandalf empfahl ihm dies auch und ritt dann selbst plötzlich los. Zu Aragorn sagte er nur, dass er ihn an Helm's Tor erwarten sollte. Auf dem Weg in die Klamm stellten sie dann auch fest, dass die Vorhut von Isengard, vor allem Wolfsreiter, schon dort im Tal waren und sie mussten sich durch deren Reihen kämpfen, um die Burg zu erreichen. Geführt wurde dieser Kampf von Eomer und die Orks leisteten nur recht wenig Widerstand. In der Hornburg erfuhren sie dann aber, dass Erkenbrand dort nie angekommen war, aber die meisten Bewohner der Westfold sich schon dort in den Höhlen hinter der Klamm versteckten. So machte sich Theoden am 3. März bereit für die Verteidigung von Helm's Klamm und von so vielen seines Volkes, auch wenn er dort in der Festung alleine stand. Theoden übernahm die Führung der Truppen in der Hornburg, während Eomer die Verteidigung des Klammwalls übernahm. Viel Zeit hatten sie dafür nicht, denn noch am gleichen Abend traf das Heer von Isengard ein. Als erstes wurde die Nachhut von Theoden, die den Damm am Eingang der Klamm verteidigte, besiegt und diese floh zur Burg. Und dann kam das Heer in die Klamm. Eine große Truppe aus Urukai,
anderen Orks und wilden Menschen aus Dunland. Diese bereiteten sich auf die Schlacht vor und der Sturm auf Helms Klamm begann kurz nach Mitternacht, als ein Unwetter einsetzte. Pfeile und Steine kamen von den Mauern und ebenso Geschosse von den Angreifern zurück. Zum Tor der Burg trugen sie einen Rambock und setzten den Verteidigern an allen Fronten zu. Um das Tor zu verteidigen, führten Éomer und Aragorn gemeinsam einen Ausfall, wobei ihnen auch Gimli und eine Handvoll weiterer Krieger Rohans zur Seite stand. Bei dem kurzen Kampf vor dem Tor rettete Gimli auch Éomer das Leben und er hatte seine ersten beiden Feinde getötet. Legolas antwortete darauf aber nur, dass er mindestens schon 20 getötet hätte, auch wenn er inzwischen Orkpfeile der Feinde zu ihnen zurückschießen musste, da er seine guten Pfeile schon längst verteilt hatte. So begann der Wettbewerb der beiden, wer mehr Feinde in dieser Schlacht zu Fall bringen könnte. Während der Himmel dann aufklarte und der Mond das Schlachtfeld erleuchtete, wurde der Klammwall heftig angegriffen. Uruks und Dunländer versuchten mit Leitern und Seilen an Haken die Mauer zu erklimmen. Einige Orks hatten sich sogar durch den Abfluss in der Mauer gedrückt und hatten die Verteidigung durchdrungen. Gimli und Legolas machten sich daran, diese zu bekämpfen, und Gimli half dabei, den Durchgang mit Steinen zu versperren. Egal wie viele Feinde sie töteten, erschienen immer mehr zu werden und immer neue zu kommen, und die Verteidiger wurden immer müder. Das Tor der Hornburg wurde schließlich durchbrochen, und dann kam es zu einer gewaltigen Explosion am Klammwall. Das Sprengpulver von Saruman hatte die Mauer durchbrochen und der Feind strömte herein. Die Verteidiger wurden nun mehr und mehr zurückgedrängt und getrennt. Éomer und Gimli hielten in den Höhlen hinter der Klamm aus und waren die letzte Linie der Verteidigung zwischen den geflohenen Menschen von Rohan und Sarumans Truppen. König Theoden unterdessen war zusammen mit Aragorn und Legolas in der Hornburg verschanzt. Die Niederlage war nahe. Theoden hatte aber nicht vor, kampflos aufzugeben. Er wollte mit seinen Männern am Morgen ausreiten und mit Hörnern und Schlachtrufen sein Ende finden. Aragorn war dazu an seiner Seite und als der Morgen kam, kehrte auch die Hoffnung zurück. Der Ritt von Theoden war auch durchaus ein Erfolg und er schaffte es, die Uruk-hai zurückzudrängen. Bis zum Damm der Klamm schlugen sie sich durch und drängten den Feind zurück und es zeigte sich, dass Isengards Truppen eigentlich die Niederlage erleiden würden. Denn an diesem Morgen traf Gandalf gemeinsam mit Erkenbrand und noch weiteren Männern der Westfold ein. Gandalf hatte weitere Überlebende der Schlacht an den Furten der Isen gesammelt und so genug Männer für die Rettung von Helms Klamm aufgestellt. Gemeinsam schlugen sie den Feind endgültig in die Flucht. Die Orks warfen ihre Waffen weg und rannten, geradewegs in den Wald der Huons, die gekommen waren, um Rache zu üben. Die Dunländer dagegen ergaben sich König Theoden und wurden daher verschont. Und die Wette zwischen Gimli und Legolas hatte der Zwerg gewonnen, der 42 Feinde bezwungen hatte, während Legolas es nur auf 41 brachte. Sieht man sich die Schlacht im Buch und im Film nur nebeneinander an, so zeigen sich schnell eine ganze Reihe von großen und kleinen Unterschieden. Und um eben diese soll es im letzten Teil dieses Videos gehen. Vor allem um die Frage, ob und was diese Veränderungen an Tolkiens Erzählung zu einer Adaption beitragen und ob sie gute oder schlechte Veränderungen sind. Als erstes ist da natürlich die Darstellung und die Position einiger Figuren. Im Film rät Gandalf König Theoden dazu, den Kampf offen zu suchen, während der König sich in Helms Klamm verschanzen will. Im Buch ist diese Dynamik aber fast schon umgekehrt. Hier sucht Theoden den offenen Kampf, während es am Ende Gandalf ist, der als erster vorschlägt, sich in die Klamm zurückzuziehen. Theoden erscheint dadurch hier und vor allem auch in Helms Klamm in den Filmen dadurch als deutlich weniger kriegerisch als im Buch. Und vor allem auch seine schwindende Hoffnung und dass er sich und sein Volk als verlassen sieht, wird stark betont. Er erscheint mehr als ein König, der seine lange Untätigkeit bereut und nun deshalb den Untergang seines Volkes sieht, während er im Buch kriegerischer ist und die lange Zeit unter Grimas Einfluss eher mit aktiven Taten wiedergutmachen will. Dadurch wird Theoden zwischen Buch und Film durchaus anders charakterisiert, wobei es sich in den Filmen aber auch durchaus auszahlt, da er später Gondor mutig zu Hilfe kommt und bei der Ankunft der Elben staunt er doch nicht allein zu sein. Beide Versionen von Theoden sind meiner Meinung nach recht gut, aber eben anders.
Bei Gandalf dagegen denke ich, dass seine Darstellung im Film hier eher gegen seinen Charakter geht. Er rät Theoden zum offenen Kampf, was selbst mit Eomers 2000 Reitern für Rohan vermutlich deutlich verlustreicher gewesen wäre. Gandalfs Rat erscheint hier eher übereilt und unbesonnen, und der Zauberer scheint fast schon getrieben, dass jetzt etwas geschehen muss, auch wenn er gar nicht weiß, wie mächtig eigentlich Isengard wirklich ist. Vor allem in diesem Teil erscheint der Film Gandalf damit weniger weise und weniger wie der besonnene Zauberer, der in den Büchern eigentlich ist. Die am stärksten veränderte Figur ist aber auf jeden Fall Eomer. Im Buch wird er nie verbannt und ist immer an Theodens Seite und kämpft in Helms Klamm, und es ist Erkenbrand, der zur Rettung eintrifft. Eomer übernimmt damit in den Filmen auch die Rolle von Erkenbrand, aber muss selbst auch da zuerst einmal von direkten Geschehen entfernt werden, damit er erst später als Retter eintreffen kann. Diese Änderung geht maßgeblich darauf zurück, dass für Filme oft die Anzahl von Figuren beschränkt werden muss. Tolkiens Charaktere sind extrem zahlreich, und in einem Film ist es oft nicht möglich, so viele Figuren auf einmal darzustellen. Daher werden Figuren oft zusammengezogen und ein Charakter übernimmt die Rollen von mehreren. Zudem erlaubt es Eomers Verbannung, auch den Einfluss von Grima noch deutlicher darzustellen und fügt sich dadurch auch recht gut in die Geschichte ein. Was die Schlacht an sich angeht, so ist der größte Unterschied natürlich, dass im Film Elben am Kampf teilnehmen. Haldir und seine Krieger gehören nicht nach Helms Klamm, und das hat vermutlich schon jeder oft genug gehört. Ihre Anwesenheit ist auch mehr oder weniger unnötig, und sie sind eine reine Erfindung der Filme, die nicht aus Notwendigkeit gemacht wurde. Trotzdem sind die Elben in dieser Szene aber in der Lage, zumindest zur Geschichte der Filme, klar etwas beizutragen. Zentral zeigen sie dem Zuschauer auch Elben als Kämpfer im Ringkrieg. In Tolkiens Werken und vor allem in den Anhängen hören wir natürlich, dass auch die Elben ihre eigenen Schlachten führten. In den Filmen aber sehen und hören wir davon nichts. Durch Haldir in Helms Klamm wird dem Zuschauer vermittelt, dass auch die Elben helfen und mitkämpfen und nicht einfach nichts tun, während die Menschen allein stehen müssen. Dazu tragen die Elben auch dazu bei, Theoden zu zeigen, dass er eben nicht allein und verlassen ist und es immer noch Verbündete in der Welt gibt, selbst in der dunkelsten Stunde. Dieser Zusatz schafft es damit, die Geschichte der Filme sinnvoll und mit Bedeutung zu erweitern, auch wenn Tolkien davon nicht schrieb und es keinen Zwang gegeben hätte, die Elben hier einzubauen. Ähnlich anders ist auch die feindliche Seite der Schlacht. In den Büchern besteht das Heer von Isengard aus Uruk-hai, weiteren Orks und vor allem auch Menschen. In den Filmen dagegen haben wir es mit einer einheitlichen und düsteren Menge an schwer gerüsteten Uruk-hai zu tun. Diese veränderte Darstellung bietet für einen Film ein eindrucksvolleres Bild eines dunklen und bösen Heeres, mit der einheitlichen Rüstung auch eines industriellen Heeres, was sehr gut zu Isengards Darstellung passt. Und man kann auch wirklich nicht sagen, dass die Uruk-hai der Filme nicht absolut gut und ikonisch aussehen. Auf der anderen Seite geht damit aber auch etwas verloren. Die Rolle der Dunländer wird dadurch hier völlig vernachlässigt und vor allem auch, dass sie sich am Ende der Schlacht ergeben und damit Gnade erhalten können. Diese Aspekte haben wir mit den einheitlichen und bösen Uruk-hai der Filme nicht. Hier wurde die Geschichte von Tolkien also auf Kosten erzählerischer Aspekte und für ein eindrucksvolleres Bild verändert. Das gilt auch ganz allgemein für die Darstellung der Kämpfe in der Schlacht. Tolkiens Beschreibungen sind natürlich auch keine ganz realistische historische Schlacht und Belagerung, aber doch weit von den typischen Hollywood-Aspekten der Schlacht im Film entfernt. Am besten zeigt sich das beim Ausfall am Tor. Im Film kämpfen hier nur Aragorn und Gimli, die wild schwingend Dutzende von Uruk-hai zurückhalten können, die auf sie eindringen und damit als praktisch übermenschliche Kämpfer und Helden gezeigt werden. Im Buch dagegen führen sie eine kleine Truppe an und es wird betont, dass die Orks überrascht werden und eher aus Angst kurzzeitig die Flucht ergreifen und nicht zu Dutzenden von zwei Männern niedergemacht werden. Auch der letzte Angriff von Theoden ist in den Büchern weit erfolgreicher, was in den Filmen so nicht gezeigt wird, um dafür Eomers Rettung noch mehr zu betonen. Die Schlacht von Helms Klamm zeigt damit praktisch alle typischen Veränderungen, die von Adaptionen von Büchern gemacht werden. Filme haben allgemein tatsächlich deutlich weniger Zeit und Platz, um eine Geschichte zu erzählen als Bücher. Daher werden Figuren oft zusammengezogen, wie bei Eomer und Erkenbrand,
um die Anzahl zu reduzieren, da sonst noch weitere Charaktere gezeigt, eingeführt und dem Zuschauer nahegebracht werden müssen. Auch zeitliche Abläufe und Ereignisse werden aus dem gleichen Grund oft verkürzt. Wo Tolkien die Zeit und den Platz auf mehreren Seiten hat, um zu beschreiben, wie Theoden zu den Furten der Isen reitet, einen Boten trifft und dann nach Helms Klamm zieht, haben die Filme diesen Platz nicht und es ist besser, wenn Theoden direkt nach Helms Klamm kommt, um die wertvolle Filmzeit nicht zu strecken. Darüber hinaus sind Filme natürlich eben ein visuelles Medium und müssen an Bildgewalt überzeugen. Ob eine Änderung wie Sarumans Heer nur aus Uruk-hai bestehen zu lassen, dabei gut ist oder nicht, lässt sich oft nur schwer objektiv sagen. Ich denke, dass es in diesem Fall funktioniert, aber ein gemischtes Heer hätte natürlich genauso beeindruckend sein können. Ob in solchen Fällen das Buch abgewandelt werden muss oder nicht, liegt also am Ende beim Regisseur und dessen Team. Noch mehr gilt das für Veränderungen, die aus keinem anderen Grund gemacht werden, als zu einer filmexklusiven Geschichte beizutragen. Wie zum Beispiel die Elben in Helms Klamm. So eine Abwandlung dient nur dazu, etwas auszudrücken und zu erzählen, das so nur in den Filmen erzählt wird. Und bei dieser Art von Veränderung, von Buch zu Film, ist es entscheidend, ob der Film gut ist und ob die Veränderungen gut beitragen können oder nur unnötig sind und damit auch nur wertvolle Zeit verschwenden. Bei der Umsetzung solcher Veränderungen hängt am Ende alles am Schreibteam und am Regisseur. Trotz dieser Gefahr aber sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall ein kreatives Team die künstlerische Freiheit haben, Dinge für den Zweck einer eigenen Geschichte im Film zu verändern und um diese zu erzählen. Eine gute Adaption ist am Ende nie ganz an die Vorlage gebunden. Eine Sache, die, wie ich finde, viel zu oft vergessen wird, ist so, dass eine Adaption eben auch für sich alleine stehen können muss. Man sollte nicht bereits ein Fan der Bücher sein müssen oder diese kennen, um die Filme verstehen und mögen zu können. Eine Adaption muss auch ganz für sich allein, völlig unabhängig von der Vorlage, überzeugen können und gut sein. Bei der Schlacht von Helms Klamm ist dies der Fall, mit dem Grund, weil jede Veränderung, die aus Notwendigkeit geschehen ist, eben nur aus Notwendigkeit gemacht wurde und jene, die nicht notwendig waren, dennoch einen klaren Zweck innerhalb der Filme haben. Natürlich könnte man nun noch viel über die Arbeit hinter den Kulissen reden. Wie die Schlacht über viele, viele Tage hinweg gefilmt wurde und der Regen oft sogar natürlicher Regen war und wie die Statisten aus Langeweile mit dem Schlagen ihrer Waffen als Uruk-hai anfingen und das dann aufgenommen wurde, weil es sich gut anhörte und so weiter. Aber mir geht es in meinen Videos ja meistens eher um die Geschichte und wie diese geschrieben und erzählt wird. Und mit diesem Video will ich auch zum Abschluss noch ausdrücken, dass eben nicht jede Veränderung von Tolkiens Worten automatisch schlecht und respektlos sein muss. Oft genug sind Veränderungen eben notwendig oder einfach ein guter Zusatz, der es erlaubt, mit einer Adaption auch etwas Neues zu erzählen und auszubauen und etwas wirklich Tolles zu erschaffen. Und damit verabschiede ich aus diesem Video zu Herr der Ringe und Tolkien. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu dem Video und Vorschläge für weitere Folgen in die Kommentare schreiben und ich sage vielen Dank an meine Patreons, die diese Videos ermöglichen und tschüss YouTube, bis nächsten Mal bei einem weiteren Video zu Mythologie, Literatur und Geschichte.